viel Raum, also auf den Receivern. Die Linebacker sind sehr, sehr weit weg. Und da ist der kurze Pass. Und das ist genau hier. Tunisi hier. Der Snap ist schon mal relativ hoch. Der ist geblockt. Und der Kick ist geblockt. Padden, Ballübergabe. Tja, und jetzt wieder in die andere Richtung zurück. Mal gucken, was da passiert. Nichts passiert da. Das ist Raumverlust, hat's gesagt. Hätte es in der zweiten Halbzeit eine Situation gegeben, da hat er gesagt, Jungs, lauf bitte nur noch durch die Mitte, geradeaus. Wenn wir über die Seiten laufen, da ist die Frankfurter Defense zu schnell für uns, dann ist es jedes Mal Raumverlust. Durch die Mitte verlieren wir wenigstens dann nur ein Yard, wenn wir sie nicht blocken können. Kurze Pause. McCants, nee, das ist nicht. Doch, das ist David McCants. Und er ist unterwegs und die Frankfurter jagen ihn. Und Tidwell erwischt ihn. Ehrenfried wirft zu hoch, intercepted. Pass abgefangen. Aber Spielzug ist unterbrochen, zählt nicht. Auszeit. Spiel ist unterbrochen, Touchdown. So, dann haben wir nochmal die Wiederholung der Aktion, die dann am Ende nicht gezählt hat. Das heißt, die ominöse Auszeit, die die Frankfurter da genommen haben und wer die da genommen hat, das haben wir nicht gesehen. Ich vermute mal, im Zweifelsfall wäre es der Defensive Coordinator Thomas Kößling gewesen. Ich design der Offense nach dem Freeout direkt wieder vom Ball trennen. Und der Punt ist geblockt und der Ball ist frei. Jonathan Silver wirft sich an. Da sieht man, wie alle versuchen, an den Ball zu kommen. Bei dem Moment klar ist, dass er für Samsung Frankfurt Universe sein wird, egal was passiert. Druck von der Frankfurter, vom Blockteam, der Punt wieder geblockt und aufgenommen von den Frankfurtern und da haben wir den Special Team Touchdown. John Tidwell. Total Offense gehalten. Also die haben übers komplette Spiel gesehen. 4 Yards Raumverlust gemacht. Und John Tidwell. Dann gucken wir nochmal auf die Aktion. Also der Pass von Keith Hilson war auch. Ja.